Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier. Daniel. Und Jenna. Sashi. Ja. Wie Sahne, ne? Wenn ich das so sage, ist das ja, wie Sahne. Kannst du, auf den, du kannst ja bei diesen 666-Nummern, kannst du ja da anfangen, oder? Hau mir bloß ab. Ja, ja. Da hast du schon Anfragen gehabt? Ach, Logo, hör mal, mit so einer sonoren Stimme. Hallo, ich bin hier gerade am Bügeleisen. Zentrum der Leidenschaft, das kann ich für Sie tun. Ja, am 24. November 1984 ist Maria Höfel-Riesch ach, guck. Geboren worden. Bei ihr bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten. Finde ich sie hübsch oder finde ich sie so ein bisschen maskulin? Sie ist hübsch, weil sie so eine gewisse Natürlichkeit ausstrahlt. Und das Maskuline kommt nur daher, weil sie sich nicht so aufdringlich schminkt. Meinst du? Ja. Ja. Also manchmal habe ich irgendwie gedacht, sieht so Ticken aus wie eine Transe. So ein bisschen so. So Drag Queen mäßig. Mhm. Also jetzt nicht so fies, aber irgendwie habe ich manchmal, hat sowas. Ich verstehe deine Bedürfnisse, aber ich glaube nicht. Ja, ist Olympiasiegerin 2012 und 2014 geworden, zweifache Weltmeisterin 2009, 2013. Ja, also ganz viele Ski-Weltcup-Siege und den ganzen Käse. Die da hat neben ihrem Haupthaus nochmal ein extra Haus gebaut, nur für die ganzen Pokale. Für die ganzen Pokale, ja, genau. Musste er erstmal hinkriegen, den ganzen Kram. Ja. Ja, am 24. November hatten wir aber auch noch andere Ereignisse. Und zwar 1969, Gustav Heinemann, also ja, Gustav Heinemann, unser Bundespräsident, besucht als erster deutscher Präsident nach dem Krieg die Niederlande. Ist er nicht. Ist er nicht. Aber putzig, ne? Ja, ja. Aber sowas von. Aber sowas von putzig. Mhm. Gustav Heinemann in den Niederlanden am 24. November 1900. Das war 1969. 1969. Mhm. Am 24. November, jetzt pass auf. Jetzt lass mich hören. Am 24. November 1986 ist ein Lied Nummer 1 für 4 Wochen. Ja, seit diesem Tag, 24. November, in den Charts in sag Deutschland. Nix. Das Lied heißt Rosemarie, warum hast du dann dein ritzerode Rock nicht an? Oder? Fast, ja. So ähnlich. In the Army Now. Ach, ja. Ritzerode Rock ist fast gleich. Ja. Status Quo mit In the Army Now. Ja. Kannst du singen? Ach nee, kannst du ja gar nicht singen. Ja. Oh, you're in the Army Now. Ja, genau, sowas, genau. Ja. Kann man mal irgendwie hier, geht mal auf YouTube irgendwie da und macht mal In the Army Now und dann könnt ihr das Lied bestimmt da irgendwo finden. Ja, das war Nummer 1 seit 1986, ab dem 24. November, 4 Wochen lang. 4 Wochen. Ne? In Deutschland. Will was krass, heißen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Was aber auch noch passiert ist am 24. November, und zwar 1859, veröffentlicht Charles Darwin sein grundlegendes Werk zur Evolutionstheorie. Ja, wird viel und oft auch heute noch drüber gestritten, ist aber bis jetzt in der Wissenschaft weit verbreitet und wird auch als real angesehen. Was heute am 24. November alles passiert ist. Sag mal, ne? Hammer, wenn man so ein bisschen recherchiert, was man da alles rausfindet über diesen Tag. Ja. Danke, Regie! Juhu! Ja. Wir sehen uns wieder morgen am 25. November. Bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie.